So, hallo, Glück auf. Herzlich willkommen zu einem neuen Do-Yourself-Video, hätte ich bald gesagt. Zu einem neuen Video. Hallöle. Wir möchten heute mal das Thema gebrauchte Wohnmobile anreißen. Und also im Gegensatz vielleicht zu Neufahrzeugen. Und ich habe mir dazu ein paar Stichpunkte hier gemacht, nicht dass ihr glaubt, ne? Ich lese da ein bisschen was ab. Thema, welche Reparaturen, also wir reden jetzt nur von unserem hier, ne? Ja. Welche Reparaturen zum Beispiel hier angefallen sind, wir haben ja einen gebrauchten Wagen. Was vielleicht beim Kauf zu beachten wäre, im Groben jetzt nicht Detail, und natürlich unser Fazit. Und das würden wir gerne mal erläutern. Weil wir glauben, das interessiert vielleicht den einen oder anderen mal, darüber was zu hören aus, ich sag jetzt mal, erster Hand. I'm gonna tell you right now, cause she's the one I'm thinking of. Hey. Man hört ja auch immer wieder, nee, lass mal Gebrauchter, da hast du dann hinterher nur Theater mit etc. pp. Ja, kann sein, je nachdem, wo man ihn kauft oder auch wer ihn kauft, wie viel Vorkenntnisse derjenige welche hatte. Aber es spielt auch gar keine Rolle eigentlich. Wir werden einfach mal über unsere Erfahrungen, unsere Erlebnisse hier berichten. Weil die Frage kam bei uns ja auch schnell auf nach dem Wohnwagen. Ja. Neu oder gebraucht kaufen, was tun wir? Wir haben uns für einen Gebrauchten entschieden, weil es einfach ein neuer zu teuer gewesen wäre. Klipp und klar. Ne? Grundsätzlich würde das unser Budget sprengen, also ja? Also das hat nicht in unser Budget gepasst. Und wir hatten so eine gewisse Vorstellung, bis wohin wir gehen wollten. Und haben uns dann dementsprechend erstmal umgeschaut. Ich glaube, wir haben wieder gefühlt Millionen von gebrauchten Wohnmobilen uns angeguckt im Internet und live. Und live, ja. Was ja auch noch wieder ein himmelweiter Unterschied ist, ob du die Bilder siehst im Internet oder dir den live anguckst. Traut keinem Internetbild, kann ich dazu nur sagen. Ja, mach mal ruhig weiter, ich muss nur gerade mal was holen. Und da war ein Beispiel, also der sah im Internet sehr gut aus. Und hat uns dann aber, als wir den live angeguckt haben, da sind wir extra nach Hamburg hochgefahren. Da waren mehrere Wohnmobilhändler mit gebrauchten Wohnmobilen. Und nachdem wir den dann live gesehen haben, haben wir gedacht, der hat da drin eine Galerie veranstaltet. So viele Löcher in der Wände, was da war. Also das war echt, wir waren schockiert, wohl bemerkt. Ja, ne? Das stimmt wirklich. Also teilweise sind die Bilder wirklich, entweder ist das Fake oder sind Bilder aus Neuzeiten des Fahrzeuges. Ja, man muss sich wissen, was man will, ne? Darüber im Klaren sein, wie will ich das ungefähr haben. Vom Schnitt her macht einem vieles leichter. Für uns war es jetzt klar, wir wollen keinen Alkoven haben, kein Hubbett haben. Und keinen Vollintegrierten. Ne? Keinen Vollintegrierten, das grenzt die Suche dann schon mal ein wenig ein. Das hat geholfen. Ja, dann wenig Kilometer nach Möglichkeit, klar. Ne? Möglichst wenig Kilometer. Dann war unsere Prämisse, dadurch, dass wir ja auch Wintercamping machen, sollte er möglichst einen doppelten Boden haben. Wegen Wärme und genau. So, dann hat man ja oftmals hier am Übergang von dem Wohnraum zum Fahrgastraum dann diese Stufe, die wollte der Mike nicht haben. Da hat er gesagt, das will er auf keinen Fall. Ich wollte schon mal barrierefrei arbeiten, weil irgendwann geht's ja los. Damit wir hier mit dem Rolli durchkommen. Ja, genau. Mit dem Gehfreiche. Vielleicht mal kurz, was haben wir für ein Fahrzeug? Wir haben uns seinerzeit entschieden für einen, also ich fange mal vorne an, Fiat Ducato mit Maxi-Chassis, 2,3 Multijet-Motor. Das ist, ich glaube, dieser Fiat 250 ist das. Vielleicht kann man da ein bisschen was sehen. Aber ich habe auch eine Roomtour gemacht. Wo verlinke ich die? Ich glaube da, bin mir nicht sicher. Könnt ihr nochmal reingucken. Auf jeden Fall ist das ein Fiat geworden.
mit einem Aufbau von Euromobil und der Terrestra TT, muss ich gucken, 670 SB. So, das haben wir jetzt. Und zwar als Baujahr 2008. Genau. Und der hatte, als wir den gekauft haben, 84.700 Kilometer gelaufen. Also das war, der war 10 Jahre alt. Den haben wir gekauft am 29. Oktober, das habe ich mir aufgeschrieben, 2018, exakt um 10 Uhr. Unser erstes Wohnmobil. Und ja, das ist jetzt praktisch unser Fahrzeug. Man muss natürlich, wenn du schon bei Gebrauchten bist, musst du Abstriche machen. Ganz klar, du kannst jetzt nicht kein konfigurieren oder sowas wie ein Neufahrzeug. Und da wären wir schon bei Vor- und Nachteilen, Neuwagen oder Gebrauchtwagen. Also die Konfiguration, du musst sie nehmen, wie er ist. Ja, Punkt. Brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ist einfach so, wenn es passt, ist gut. Wenn nicht, geht's leider nicht. Und dann hatten wir die Reparaturen. Man geht zwar immer davon aus, dass ein Neufahrzeug keine Reparaturen erleiden muss, in Anführungsstrichen. Das war vielleicht früher auch mal so, mittlerweile, also das, was ich gehört und gesehen habe von Besitzern mit Neufahrzeugen, die haben schon massiv Problemchen gehabt. Ja. Vor, über wirklich Undichtigkeiten, Technik funktioniert nicht. Also da muss man sich auch mal ein bisschen im Klaren sein. Über unsere Reparaturen reden wir gleich nochmal. Dann hast du natürlich die Abgasnorm, Schadstoffklassen. Da sind wir natürlich alt dabei, ist ganz klar. Also wir haben zwar die grüne Plakette, aber wir haben, unser Motor ist Euro 1 Norm Motor und hat natürlich entsprechend auch Steuern zu zahlen, ne? Was jetzt beim Neufahrzeug deutlich günstiger ist. Kann man so sagen. Die Umweltbelastung, ja, das ist so ein bisschen ein strittiges Thema. Man könnte annehmen, dass unsere höher ist, weil wir einen höheren Ausstoß haben. Dem ist auch so. Aber dafür glaube ich zu wissen, dass unsere Umweltbilanz, weil wir ein Altfahrzeug wieder recycelt haben, mehr oder weniger, oder weiter oder länger fahren, ist da schon wieder ein bisschen positiver bei Gebrauchtfahrzeugen. Also ich glaube, das hält sich mehr oder weniger vielleicht in Grenzen oder ja in der Waage. Aber man darf gerne mal drüber nachdenken, was ist denn eigentlich mit den ganzen gebrauchten Fahrzeugen, wo landen die eigentlich immer? Ne? Ja. So, wir fahren sie halt weiter, aber hat da bei uns natürlich auch eine, der ausschlaggebende Punkt war auch hier, ne? Ganz klar. Also irgendwo 100.000 Euro für ein Wohnmobil auszugeben. Ich sag mal, Gebrauchte sind auch schon teuer genug. Ja, ne? Ja. Also wir hatten uns ja damals eine Grenze gesetzt, die wir dann wieder aufstocken mussten, weil wir gesagt haben, also bei dem Level, den wir uns gesetzt hatten, da, also das waren wirklich dann teilweise Schrottfahrzeuge, ne? Wo ich dann nicht gewillt bin, da 20.000, 25.000 zu bezahlen, wo ich dann sage, boah, nee, da musst du aber erstmal alles rausreißen, bevor du da ja, weiterfahren kannst. Der eine oder andere wird es vielleicht auch jetzt gerade den Gedanken haben, ja komm, jetzt hast du schon, was weiß ich, für einen Gebrauchten viel Geld ausgegeben, hättest du noch 20 draufgelegt, hättest du einen neuen gehabt. Hier ist richtig, aber die 20 musst du auch machen, ne? Ja. Also ganz einfach. Und wir haben uns halt für diesen Weg entschieden, einen Gebrauchten, leicht überteuert, glaube ich, in Anführungsstrichen, also für uns budgettechnisch, aber man muss halt sehen, wo man bleibt. Also es muss passen, vom Bauchgefühl her auch. Ne? Ja, das ist ja wie mit dem Wohnwagen damals. Du kommst rein, guckst ihn dir an und sagst, boah, das ist er, ne? So ungefähr. So war es damals beim Wohnwagen und so ungefähr war es auch bei diesem Fahrzeug gewesen, ne? Ja. So, ja, definitiv. Wir sind durch halb Deutschland gefahren auf der Suche nach einem gebrauchten Wohnmobil und haben ihn dann quasi bei uns um die Ecke gefunden. Und wo wir dann gesagt haben, na, okay, das ist zwar nicht das, was wir ausgeben wollten, aber der passt für uns so, wie er ist, genau, und okay, dann machen wir es. Ne? Und ich glaube, diese, ich sag mal, kurze Entschlossenheit haben wir auch bis heute nicht bereut. Ne? Also, nein. Kurz entschlossen will ich so auch nicht sagen. Wir haben ja ein Jahr lang gesucht. Ja, aber bis wir, ne, den haben wir gesehen und ich sag mal wirklich kurzfristig ist, dann, jo, der is it, ne? Ist auch ein Tipp. Wir haben zwischendurch einige gesehen, wo wir gesagt haben, das wäre er wohl. Und wenn wir dann da hingekommen sind, war er schon weg.
Also wenn ihr einen seht, wo ihr glaubt zu wissen, da geht nichts mehr drüber, zuschlagen. Der kann morgen weg sein. Und ja, bei uns stimmt. War der immer einen Tag später oder am gleichen Tag noch weg. Also da musst du dann auch schnell sein letzten Endes. Ja, ne? Obwohl, also das hier ist ja, ne? Was? Ich finde den... Ja, der ist ja, toll. Also der war nicht immer toll. Jetzt fängt er an toll zu sein, weil man ja auch noch eine Menge... Habt ihr aber alle schon gesehen, unsere ganzen Videos hier, Do-It-Yourself-Videos. Ich verlinke da auch mal die Liste. Da könnt ihr auch mal sehen, was wir alles hier dran verändert haben. Ich meine, allzu viel war es jetzt auch nicht, aber schon das ein oder andere. Ne? Der nächste, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Vor- oder ein Nachteil ist. Eigentlich eher ein Nachteil, wenn ihr so ein Neufahrzeug auf der Messe kauft, dann kauft ihr bei dem Händler XY. Der ist vielleicht, ihr wohnt im Ruhrgebiet und der ist vielleicht in Bayern oder ja. In Schleswig-Holstein. Dann müsst ihr da natürlich auch immer hin, wenn ihr was habt. Ne? Weil in, also das sind jetzt... Keine Erfahrung, das sind Dinge, die ich gehört habe. Nö, es sind Erfahrungswerte auch. Nee, aber gehört habe ich, dass der Händler von mir aus hier in NRW ungern einen Gewährleistungsfall abwickelt von einem Fahrzeug, was in Bayern gekauft wurde. Ja, also da müsste das sollte man vorher abklären, ne? Manche machen es. Abklären ist gut. Also wenn dann schriftlich, nur das bringt mir auch nichts, wenn mein Händler mir sagt, schriftlich, du kannst auch woanders hingehen und der andere Händler sagt, hier, fahr mal da wieder hin, wo du ihn gekauft hast. Mhm. Ne? Also... Dem wird dann auch wohl auch schon so sein. Also da beim Händler aufpassen. So, was du natürlich auch noch berücksichtigen muss, im Gegensatz zu einem alten Fahrzeug, du musst alles mitmachen an gewährleistungspflichtigen Dingen. Dichtigkeitsprüfung, Inspektion. Das kannst du theoretisch zumindest, man soll das auch nicht machen, aber das kannst du bei einem Gebrauchtfahrzeug schlabbern oder so wie ich, kannst du es selber machen. Die Dichtigkeitsprüfung kann man auch selber machen. Da gibt es Gerätschaften für so Detektoren und sowas. Oder man lässt es mal zwischendurch machen. Aber beim neuen musst du halt jedes Jahr machen lassen. Das kostet dann auch jedes Jahr Geld. Und da wäre es dann auch, wenn du es mal nicht machst und du hast eine Undichtigkeit, das war's, ne? Keine Garantie bzw. Gewährleistung mehr drauf. Also das ist immer so eine Sache. Wenn du jetzt also wir haben den Gebrauchten hier vom Händler gekauft. Beim Händler bekommst du selbstverständlich auch eine Gewährleistung. Ein Jahr. Und das Problem ist aber, was vielleicht der ein oder andere nicht weiß oder was zum Problem werden kann, ist, du hast eine Beweislastumkehr. Und die geht nach einem halben Jahr los. Das heißt, nach einem halben Jahr hast du einen Mangel oder siehst du irgendwo einen Fehler in deinem Fahrzeug, musst du beweisen, dass das schon beim Kauf der Fehler vorhanden war. Das wird nicht immer ganz einfach. Wir sind auch einmal kurz reingefahren. Mhm. Wir haben es aber anders geklärt dann durch viel Reden. Und ja, ne? haben wir dann nur einen kleineren Zuschuss zahlen müssen. Sage ich gleich nochmal was zu. Aber dem ist halt so. Ne? Wer jetzt glaubt, ich habe ein Jahr eine Vollgarantie, dem ist nicht so. Das kannst du auch gerne nachlesen. Das ist Paragraph 477 BGB. Beweislastumkehr. Grundsätzlich gilt bei einem gebrauchtes Fahrzeug, nehmt eine fachkundige Person mit. Also das ist das Beste, was man machen kann. Entweder habt ihr einen erfahrenen Wohnmobilfahrer oder einen Camper, oder ja, Camper ist es ja dann automatisch, ein Kfz-Mechaniker, Sachverständiger, Schlosser, ja, nenn es wie es willst. Dann geht um das Fahrzeug rum, achtet auf weiche Stellen, wenn ihr außen rumläuft, an den Fensterecken, da ist es gerne, dass die Dichtung undicht, drückt da mal richtig mit dem Daumen rein, da darf sich nichts bewegen, nichts weich sein, am Boden, wenn ihr innen drin lauft, sind da Wellen drin oder habt ihr das Gefühl, da gibt es irgendwie, da geht es ein bisschen tiefer ab oder so, dann ist garantiert am Aufbau was schon nicht gut. Funktioniert die ganze Technik, Gas, die Ströme, der Ofen, Wasser, Druckwasserpumpe oder überhaupt die Wasserpumpe, sowas, ja. Der oder das Alter von den Gasschläuchen, guck da mal drauf, wie alt die Dinger sind. Ich glaube 10 oder 15 Jahre Maximum, dann müssen sie ausgetauscht werden, steht aber auch drauf. Gelbes Gasbuch, ist das vorhanden? Ja, lasst euch das zeigen, lasst euch alles zeigen, was an Reparaturen gemacht wurde, Inspektion etc. pp. Lasst euch auf jeden Fall das Gasbuch zeigen und guckt da mal rein, was da an Gegenstände auf oder eingetragen worden sind. Sind die da
oder ist viel mehr vielleicht vorhanden, ja, als in dem Buch drin steht. Das heißt, bei der nächsten Gasprüfung könnte es sein, dass ihr Probleme bekommt. Wenn da irgendwas verbaut wurde, was nicht im Gasbuch drin steht, das heißt, dann hat es erstmal keine Abnahme. Spaltmaße am Auto kontrollieren, das ist der Klassiker. Hat er irgendwo einen Unfall gehabt? Wenn ja, gibt es da Unterlagen drüber? Zahnriemen war bei uns auch Thema. Guckt mal nach, ob ihr wisst oder ob man das erkennen kann, wann letztes Mal der Zahnriemen ausgetauscht wurde. Das ist ein relativ teurer Posten und den haben wir bei uns auch erneuern lassen, ja, weil keiner mehr ganz genau wusste, ob der jetzt getauscht wurde oder nicht. Dann haben wir es nochmal machen lassen. Kommen wir gleich auch nochmal dazu. Oder auch hier Reifen, ganz wichtig, ne? Guckt mal auf die DOT-Nummer, die DOT-Nummer, wie alt der Reifen ist. Das kann man da ablesen über so einen Schlüssel. Macht auf jeden Fall eine Probefahrt, ausgiebig. Und wenn ihr die Chance habt, fahrt mal zu so einem TÜV-Händler, einmal drunter gucken lassen, ne? Weiß Bescheid. Und das Wichtigste eigentlich, achtet auf euer Bauchgefühl. Wenn ihr Schmerzen habt in dieser Region, weil der Händler so komisch spricht oder nicht euer Gusto ist, oder wie sagt man? Ja, wenn man da oder der Privatperson dir versucht, da einen vom Pferd zu erzählen und alles hat, aber nichts zeigen kann und so. Oder ich verkaufe den von meinem Schwibschwager im Auftrag, sowas, ne? Aufpassen. Also da auf jeden Fall aufpassen. Reparaturen. Welche Reparaturen hatten wir an diesem Eurer? Ich habe hier mal so eine kleine Auflistung gemacht. Also von 2018 bis 2021 quasi, wobei in 2021 noch nichts war. Wir haben gemacht, ganz am Anfang, wo wir ihn bekommen haben, erstmal einen Ölwechsel. Das war mir persönlich wichtig. Und dann haben wir, also 186 Euro Ölwechsel, dann haben wir das erste Problem mit der Klimaanlage, also mit der Fahrzeugklimaanlage von Fiat, die hat nicht funktioniert. Da haben wir nochmal nachschauen lassen, da war ja noch Gewährleistung drauf und da wurde dann auch festgestellt, dass die leer ist. Die wurde dann befüllt und dann sind wir damit gefahren. Dann war erstmal gut. Wie lange ungefähr? Da war, glaube ich, der Dänemark-Urlaub. Ne? Genau, auf dem Rückweg von Dänemark-Urlaub. Also der hat ungefähr 3-4 Wochen hat das gehalten. Dann war die Karre wieder leer. Also dieser Ausgleichsbehälter, dieser Druckbehälter. Dann sind wir wieder hingegangen. So, und dann hieß es auf einmal, da muss was ausgetauscht werden. Und das wurde dann auch getan. Dann kam ich aber schon auf die Idee, wie sieht denn, ne? Ja, wir tauschen jetzt erstmal aus, pipapo, ich wollte es ja auch. Dann hat er mir auch den Preis genannt. Ich sage, im Zweifelsfalle kann ich das auch bezahlen, aber ich habe ja noch Gewährleistung. So, und dann war es aber mittlerweile so, das war dann ein halbes Jahr später, ja. Und dann kam der um die Ecke eben mit diesem Paragraph 477 BGB, Beweislastumkehr. Der ein oder andere, der mich kennt, weiß, dass ich gerade dann anfange, Feuer zu spucken. Ja? Und wir waren da viel in Diskussion, lange in Diskussion. Und dann war es wirklich so, ich habe dann auch mit meinem Händler gesprochen, der mir den Euromobil verkauft hat. Das war jetzt nicht Euromobil, das war ein anderer Händler. Und habe den dann mal gebeten, darüber nochmal nachzudenken, ob das jetzt alles so richtig ist. Und ja, hat er auch drauf gepocht, die Beweispflicht und so. Und dann war es wirklich so, dass ich gesagt habe, okay, pass auf, wir beteiligen uns damit dran. Dann haben wir uns den ganzen Rotz geteilt, waren 250 Euro. Und ich glaube, 2 Monate später war wieder die Klimaanlage nicht in Ordnung. Mhm. Das gleiche Prozedere wieder. Es war das gleiche Bauteil kaputt. Und da ist es relativ einfach dann, neues Bauteil, eine Fachwerkstatt hat es eingebaut, ich habe einen Einbaum belegt, eine Rechnung, dann hast du da auch wieder eine Garantie drauf. So, dem war dann auch so, ausgebaut, eingebaut, weggeschickt und nie wieder was von gehört und das läuft jetzt tatsächlich bis heute. Ne? Also das Problem ist vorbei.
Aber so schnell kannst du halt kommen. Und wenn es in Anführungsstrichen was richtig Teures ist, ja, Motorschaden, dann stehst du unter Umständen da. So, 2019 haben wir dann den Zahnriemen ausgetauscht. 621, die Füllstandssonde, Frischwassertank war kaputt. Hat 77 Euro gekostet. Dann habe ich eine Druckwasserpumpe ausgetauscht. Die kostete 107 Euro. Die musste zwar nicht ausgetauscht werden, aber die hat so Geräusche gemacht. War auf jeden Fall kurz vor der Reise. Da habe ich gedacht, gut, wenn die Wasserpumpe ausfällt, ist blöd. Nimm mal eine neue und die alte nimm mit als Ersatz. Und die habe ich auch noch dabei, falls eine ausfällt. Die ist aber noch nicht kaputt. Also die 107 Euro hätte ich mir vielleicht sparen können, aber ich habe sie halt ausgetauscht. Dann hatten wir Bremsbelag, Bremsscheiben vorne und ja, tatsächlich ein Bremssattel war defekt. Der hat geklemmt, das ist so ein schwimmender Sattel. Der ganze Spaß hat 450 Euro gekostet. Ja. Wobei, du hast es selber gemacht. Ja, aber Sonst wäre es ja mehr Kosten gewesen. Ja, okay. Ich habe ja nur gesagt, was wir jetzt so reingesteckt haben. Mhm. Die Preise nenne ich jetzt einfach mal, weil ich sie jetzt weiß, ob die bei euch, bei eurem Händler, bei eurer Werkstatt oder wenn ihr auch selber macht, ob das noch stimmt, das weiß ich nicht. Ne? Ja. Also da müsst ihr halt mal gucken. Das ist nur so ein Anhaltspunkt, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was kostet mich so ein gebrauchtes Fahrzeug, ne? Oder was kann es mich kosten. So, wir haben dann noch einen Türstopper, der wurde zerstört von einer Person, die... Vom Wind. Tür ist aufgeschlagen, aus der Hand geschlagen. Buck, ne. So, ja, und da bin ich. Das kennt ihr bestimmt alle. Ich glaube, kennt keiner. Das ist so eine Sollbruchstelle, oder nicht? Diese Sollbruchstelle hat 9 Euro gekostet. 9! Wenn das zweimal die Woche passiert, sind schon 18. Verloren, wiedergefunden, 36. Nein, alles gut. Der Türstopper kostet 9 Euro. Dann habe ich nochmal ein Jahr später, ja, habe ich auch selber gemacht, eine Inspektion gemacht, eine kleine Inspektion mit Ölfilter, Öl, Dichtung, Luftfilter, Dieselfilter. Hat dann 156 nochmal gekostet und dann kam eine Gasprüfung und die Hauptuntersuchung dazu, auch 186 Euro, toll. Der Endschalldämpfer war kaputt und dann musste ich tatsächlich nochmal ein Jahr später Bremsscheiben und Belege hinten austauschen. Da war der TÜV fällig, will man so sagen. Und ich wusste es aber schon vorher, dass der Endschalldämpfer nicht mehr so lange hält. Okay, mit der Bremse. Das habe ich dann allerdings machen lassen bei der Gelegenheit direkt da vor Ort. Das war hier so ein... nennt man die denn? So ein... Kfz-Werkstatt. Ja, das ist eher so... Ja, oh, der hat auch eine Kfz-Werkstatt, ist aber so ein Campingbedarf. 748 Euro. Und jetzt kommt eigentlich noch ein Punkt, der mich am meisten ärgert. Die Windschutzscheibe musste ausgetauscht werden, weil da ein Steinschlag war. Den hatte ich allerdings schon mit Steinschlag gekauft, mit einem TÜV-Bericht, der da aussagte, ist kein Problem, ist außerhalb des Sichtfensters, also vom Fahrer. Das war auch auf dem Beifahrer ganz unten in der Ecke. Also nicht ganz in der Ecke, aber... So, das ging dann auch 2 Jahre ohne weiteres gut, das war gar kein Thema, aber der TÜV jetzt dann, der hat gesagt, will er nicht mehr haben, muss ausgetauscht werden oder repariert werden. Ich bin dann nach Carglass gefahren mit der Bitte, das reparieren zu lassen und der sagte mir, das wäre wohl schon repariert worden, obwohl man den Riss noch sah. Also da war jetzt so ein bisschen komisch. Ich wollte aber TÜV haben, ist ja klar, also lässt du die Scheibe austauschen bei Carglass dann und inklusive Selbstbeteiligung pipapo 500 Euro. So hat das dann gekostet, inklusive Einbau. Somit kämen wir auf eine Summe von ungefähr 3.300 Euro roundabout und das wäre jetzt auf ja, 2,5-3 Jahre im Jahr 1.300 Euro, die wir nochmal an Reparaturkosten hatten. Ich finde das im erträglichen Sinne. Eigentlich tief im Inneren meines Herzens habe ich mit mehr gerechnet. Ja, weiß ja nie, was da für versteckte Macken aufstecken bei so einem Gebrauchten. Ne? Richtig. Wobei jetzt der Zahnriemen auch sehr teuer war mit 600, nicht sehr teuer, aber eine hohe Summe dargestellt hat mit 1600, mit 621 Euro. Also machen lassen. Ne?
Da sind aber halt so Dinge, das war jetzt ja, auch unklar. Ja. Und bevor ich mir jetzt wirklich da einen Motorschaden reinhole, mache ich das lieber dann so. Jo, das war vom Prinzip so unsere Kosten. Das heißt, vom Fazitseite her, wir würden ganz klar wieder einen Gebrauchten kaufen, oder? Ja, ja. Also ich würde mal so sagen, ich sag mal, wenn ich mir die Preise angucke von den Neufahrzeugen, ja okay, wenn ich jetzt im Lotto gewinne, dann würde ich das auch machen. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt einen Gebrauchten sehe, wo ich sag, boah, der sieht klasse aus, der ist tipptopp, ne, so wenn du so guckst, ne, mal am Dach anfest drückst, ne, das ist ja auch immer so diese Sache, so mal durch die Schränke guckst und Boden und alles und der passt vom Schnitt her und klar, wenn die Polster, ich sag mal, von der Farbe her nicht passen, das kann man ja ändern, ne, also oder die Schränke von der Farbe her nicht passen, aber wenn der so vom Schnitt her passt, von und alles soweit in Ordnung, da würde ich jederzeit eher also dann auch nochmal einen Gebrauchten nehmen. Ja, ganz klar. Also wenn die von der technischen Seite her alles funktioniert, der Motor läuft, beziehungsweise auch entsprechend Kilometerzahlen hat, die verträglich sind und jetzt nicht schon einen kaufen mit 300.000 oder sowas. Wenn man dann so durchgeht und das passt alles und der Schnitt auch, aber da ist jetzt vielleicht irgendwie auch der Form ist aber nicht so schön, ja, dann mache ich einen neuen. Ja? Ja. Oder wie bei uns jetzt hier die Sitze, dieses braun-beige, ja. 70er Jahre. Ja, gut, wer es mag, ist ja auch Gelsenkirchener Barock oder wie sagt man so schön. Ich hätte die auch noch, wenn da Interesse ist. Ja. Aber wir haben dann halt neu bezogen und so. Ja. Also das sind, gut, also da sind jetzt nicht die Preise drin mit dem, was wir jetzt alles noch gemacht haben. USB-Steckdosen nachgerüstet, das war früher halt alles nicht so, ne? Genau, wir haben ja jetzt noch hier vieles modifiziert. Wir sagen immer modifiziert, ne? Wo wir gesagt haben, das hätten wir gerne noch, ne? Hier eine hier Licht, verstecktes Licht, wie sagt man? Indirekte Beleuchtung, Ambiente. So wollte ich sagen, ambiente Beleuchtung, ne? Da kann man ja auch inzwischen sehr, sehr viel machen, ne? Wo man dann sagt, okay, dahin, also da. Also da kann man eine Menge machen oder man kann auch gar nichts machen. Das kommt immer auf den Typ drauf an, der wie begabt man da ist oder wie gut die Bekannten im Kreis sind, die was können. Aber man kann eine Menge noch mal verschönern, anpassen, aktualisieren, wie auch immer. Gerade ja, auch mit Licht. Wie man selber Lust hat da drauf. Ne? So, halbe Stunde war schon rum wohl. Mussten wir mal kurz neu starten. Also ich sag mal, der Mike ist ja nun mal einer, der gerne, ich sag immer, basteln, hört er nicht gerne, macht er, er modifiziert, der gerne was macht. Ne? Ihm kribbelt es ja schon in den Finger, wenn er mal 2-3 Monate nichts gemacht hat, weil sein Projekt abgeschlossen ist. Dann überlegt er ja schon, was kann er noch alles machen. Ja, ne? Nicht deswegen, zuletzt habe ich ja auch gesagt, okay, dann lass uns einen Gebrauchten nehmen, dann habe ich was zu tun. Ja, ja, so. Und dann überlegt er noch, was er noch machen kann. Ich meine, er ist ja nun mal auch jetzt handwerklich, kann er sehr viel und was er nicht kann, das versucht er dann, sich anzueignen und, also ich sag mit mal Vorsicht. So... Ich lasse aber auch schon das eine oder andere Ja, das ist klar, aber ich sag mal, du bist aber auch jetzt nicht einer, der 2 linke Hände hat, ne? Nein. So, wer jetzt da 2 linke Hände hat, der kriegt da natürlich Schwierigkeiten, ne? Aber, oder man kennt die dementsprechend die Leute, die es können, ne? Genau. So jetzt Schubladenauszüge, hat er selbst Auszüge reingebaut und ne, wo ich schon so, wofür brauchen wir das denn? Ja, ist schön, ne? Aber ist schön, ja. Mhm. Im Nachhinein ist immer schön. Und so, ne? Und es funktioniert ganz wunderbar, übrigens nochmal am Rande erwähnt, ne? Überhaupt, alles, was wir bis jetzt gemacht haben. Weil ich glaube, da machen wir vielleicht nochmal ein separates Video, was wir alles hier verändert haben und ob das gut war oder schlecht war. Jo. Das könnte man auch mal machen. Genau. Wollt ihr sowas nochmal sehen, dann schreibt das mal unten rein. Das wäre mal interessant. Ich habe ja schon einiges hier verbaut und eingebaut und umgebaut. Wollt ihr wissen, was es alles war? Machen wir ein Video drüber und dann sage ich was dazu, ob ich das nochmal machen würde oder nicht. So, also im Grunde, sind wir mal ganz ehrlich, ist ein gebrauchtes Fahrzeug nicht die schlechteste Wahl, die man treffen kann. Wenn man vorher ein bisschen mit dem Auge geguckt hat und ein bisschen auf Bauchgefühl und das ein oder andere Mal
abgeklopft hat, ob das wirklich so ist, was man da erzählt bekommen hat. Weil auch etwas höhere Kilometerzahl ist vom Prinzip normalerweise gar kein Problem für so ein Auto. Wir reden hier über einen Transporter. Ja? Das ist hier eigentlich ein Kastenwagen, der hat nur einen anderen Aufbau. Aber es kommt immer darauf an, wie gepflegt wurde er. Ne? Hat er alle Inspektionen mitgemacht oder wurde regelmäßig da ein Ölwechsel gemacht, die Flüssigkeiten getauscht und und. Also da müsst ihr euch ein bisschen mit auseinandersetzen, ja. Und alles, was innen drin vielleicht irgendwie uncool ist, nicht so schick, farblich nicht ganz so euer Style ist, das kann man alles ändern. Ja. Ich hab schon Videos gesehen auf YouTube, die haben die komplette Karre von innen gelackt. Ja, sieht auch nicht schlecht aus, ja, alles in weiß oder sowas, das total nach Gusto. Wenn aber der Schnitt nicht stimmt und ihr euch jedes Mal darüber ärgert, weil ihr im Alkoven reinkrabbeln müsst, weil da das Bett ist, dann war das ein Fehlkauf, ehrlich gesagt, ne? Ja, dann ist ja, das nichts. Ja. So, der Schnitt ist viel wichtiger, dass ihr da wohl euch wohlfühlt, als die Farbe von den Polstern. Das kann man alles ändern, ne? Also nur keine Hemmung davor haben, sage ich mal. Aber ansonsten würde ich jederzeit wieder ein gebrauchtes Fahrzeug nehmen. Ja. Ganz ehrlich. Auf jeden Fall, definitiv. Ganz ehrlich. Und ja, vom Prinzip hoffe ich oder hoffen wir, dass wir den einen oder anderen so ein bisschen vielleicht das beklemmende Gefühl genommen haben oder vielleicht eher eine Kaufentscheidung für einen Gebrauchten gegeben haben, als man jetzt sich so überschuldet und so ein sehr teures Fahrzeug kauft, weil man dann glaubt zu wissen, da ist man auf der sicheren Seite. Ich glaube da ehrlich gesagt nicht dran, dass man da auf der sicheren Seite ist. Ich glaube, es ist einfach nur, also bei einem Gebrauchten meiner Meinung nach mehr Arbeit. Ne? Kann ich mir vorstellen. Ja, ne? Ja, so, weil du ja wirklich in Millionen und dann kommst du rein, dann müfft der, ne? Also ich sag mal, wenn ich da schon reinkomme und der müfft, dann ist das nichts, ne? So genauso wie mit dem Wohnwagen, ne? Da hatten wir ja auch, glaube ich, Millionen von Wohnwagen damals angeguckt und ich bin ja dann immer so ein sehr spontaner, ich guck da einmal rein und sag nö. Dann kriegt er immer die Krise. Ja, ich gucke da vielleicht mal genauer hin. Ja, aber wenn ich da schon reingehe und sage, nee, das, ne, so vom ersten Eindruck her, nö. Ne, also, und dann ist das auch schon nichts. Dann kann er mir das auch nicht schönreden. Ne, so, wenn ich reinkomme und sage, das müfft hier drin, nee, dann will ich das nicht. Ne? Nee, also, das Müffen ist nicht schön. Weil das kriegt man ja auch dann, glaube ich, nicht mehr raus. Oder nur vielleicht mit sehr viel alles Polster und sonstiges austauschen. Das kann ja durchaus sein, dass es müfft nicht, weil da jetzt Tiere drin gelebt haben, sondern vielleicht, weil er irgendwo fault. Ne? Also ja, den Unterschied muss man dann schon, ja, das so eine sowieso. Feuchtigkeit, das Schlimmste, was du machen kannst, ist Feuchtigkeit. Ja. Jetzt hatten wir aber auch schon den Eurer jetzt hier und das ist einer der ersten, der mit GFK-Aufbau ist, also da mache ich mir auch wenig Sorgen, ehrlich gesagt, da ist kein Holz mehr da drin, aber all diese Dinge halt. Ne? Nochmal, wenn der Schnitt nicht passt, wenn du sagst, ich hätte da aber jetzt gerne was für die Füße und das ist nicht da, dann bist du auf Dauer ist das nicht glücklich damit. Nee, dann stört warte man. Doch noch ein halbes Jahr oder ein Jahr, ja, bis der ja. Richtige kommt. Haben wir auch gemacht. Ja, ne? Ja. Aber klar, du hast ein bisschen mehr Arbeit drin. Du musst Grund reinigen. Du musst auch mal die Gitter auch rausnehmen, die Fliegenschutzgitter da mal drüber wischen, sauber putzen, vielleicht auch mal das ein oder andere zerlegen. Aber man kann es sich auch alles vorher angucken. Ist der Kühlschrank jetzt gerissen, kaputt? Sind da Schimmelflecken drin, Stockflecken, die ihr nie wieder rauskriegst, wo du jetzt schon weißt? Ja. Da muss man sich dann überlegen, ob man das Fahrzeug nehmen will oder mit dem Preis was verändern. Aber wenn der technisch in Ordnung ist und der Schnitt ist in Ordnung, ja, warum denn nicht? Ja. Dann kann der auch von mir aus 150.000 gelaufen sein. Der Motor kostet auch nicht die Welt. Ne? Das ist auch kein Beinbruch, wenn es nicht gerade im Urlaub passiert. Aber man kann ihn checken lassen, man kann Kompression prüfen lassen und was es da nicht alle gibt, um zu testen, ob der in Ordnung ist. Ich würde wieder einen Gebrauchten kaufen. Definitiv. Mit Augen aufhalten, ganz klar. Aber wenn es irgendwie geht, sobald ihr ihn habt, fahrt damit. Fahrt. Ihr habt ein halbes Jahr Zeit, um den mal ausgiebig zu testen, ohne dass ihr da Probleme kriegt. Also von daher, ja. Nochmal, wir hoffen, dass wir euch so ein bisschen oder den einen oder anderen ein bisschen so die Bedenken genommen haben. Sollen wir denn nochmal über
das Thema sprechen, ob wir das jetzt mit dem, wir sind ja vom Wohnwagen auf dem Wohnmobil umgestiegen. Da nochmal ein Fazit, bereut, nicht bereut, richtig gemacht, nicht richtig gemacht. Haben wir das schon gemacht? Weiß ich nicht. Das ist jetzt schon sehr lange. Auch wenn wir jetzt diese komische sauerstoffarme Zeit gerade da draußen haben, ja. Wo keiner sich traut, nach draußen zu gehen, guckt euch vielleicht auch ein bisschen länger die Videos an, aber ich würde sagen, das machen wir nochmal. Habt ihr Lust darauf, sagen wir mal so. Sollen wir mal sagen, warum wir jetzt gewechselt haben? Nee, wie war deine Frage? Was sollen wir machen? Ja, warum wir gewechselt haben. Von Wohnwagen auf Wohnmobil? Können wir ja. Gerne machen. Und können wir nochmal eine Stunde diskutieren. Ich meine, wir hatten das ganz am Anfang angeschnitten, das weiß ich, als wir den neu hatten. Ja, kann sein. Dass wir jetzt gewechselt haben und warum und ich meine, so ein Fazit mal, ob wir... Wir können das ja im Livestream machen. Können wir auch machen. Guck mal, jetzt sagst du, können wir auch machen. Letztes Mal, sollen wir mal wieder einen Livestream machen? Ja, wir sind gerade in Laberlaune, ja, glaube ich. Das ist so... Ja. Schwierige Zeit gerade, ne? Ja. Schwierige Zeit, aber ja. Wir haben ja vor ein paar Tagen noch Womo-Dinner gemacht, war auch wieder wunderbar, herrlich. So schön. Und ja, man sieht sich so ein bisschen danach. Ja, aber jetzt, ja. Schatzi, wir kommen jetzt ins Labern. Wir sind jetzt bei 40 Minuten oder so. Fast nichts zu schneiden. Das wird lang. Ja, dann. Also ich glaube, unsere Botschaft ist rübergekommen. Wir haben jetzt... Unsere Zahlen mal offengelegt. Das passt schon. Für einen Gebrauchten in dem Alter ist alles gut. So, und weiß der Geier, was jetzt 2021, also bis jetzt, gut, wir sind auch wenig gefahren, aber bis jetzt ist noch kein Schaden aufgepoppt. Also, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja. Hoffentlich hat euch das Thema einigermaßen interessiert. Alle, die bis jetzt durchgehalten haben, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich würde sagen, bleibt sauber, mach's gut. Wir sehen uns im nächsten Video, oder? Bis denn. Danke fürs Zusehen. Ciao. Tschüss.